I'm a G, but you knew this. All day. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3 und ja, ein zweites Video, was ich jetzt gleich noch raushauen werde für euch, und diesmal geht es wieder um Nuketown. Ja, ihr habt richtig gehört, Nuketown wird wahrscheinlich wieder in Black Ops 3 zurückkehren und dazu gibt es jetzt brandneue Informationen und die werden wir uns jetzt einzeln mal angucken und dann noch ein kleines Fazit geben. Grundsätzlich, wenn wir auf den PSN Store von Brasilien gehen, also den brasilianischen PSN Store, das kann ich leider nicht genau überprüfen. Ich habe es probiert mit einem VPN, mich mit einer brasilianischen IP da anzumelden. Es geht irgendwie nicht. Ich habe immer das Problem, dass ich eben zurückgeleitet werde auf den deutschen PSN Store. Jedenfalls habe ich euch dazu einen Screenshot im Hintergrund eingeblendet. Da seht ihr das Ganze. Wenn ihr die Digital Deluxe Edition vorbestellt, kriegt ihr ja ein paar Sachen als Vorbesteller. Das ist einmal das Black Ops 3 Theme und natürlich in Advanced Warfare eben Black Ops 3 das Bonus-Pack, also diese Tarnung beispielsweise. Und natürlich kriegt ihr auch The Giant, das steht etwas weiter unten da drin. Und wir kriegen die Map Nuketown. Übersetzt steht da so viel wie, dass Nuketown eine neue Map ist, die von den meisten favorisiert worden ist und natürlich angepasst worden ist an das neue Movement-System, eben das Chainless-Movement-System von Treyarch, um eben neue adrenalinvolle Schlachten für uns zu garantieren. Das ist natürlich alles auf Portugiesisch da und dementsprechend einmal kurz für euch übersetzt. Das hat Long Sensation beispielsweise jetzt auch schon auf Twitter gepostet und ich dachte mir natürlich, ich hau direkt für euch ein Video dafür raus. Lasst auf jeden Fall ein dickes, fettes Like da, wenn es euch gefallen hat. Es ist nur ein kurzes Informationsvideo, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würdet euch freuen, wenn zum Beispiel auch noch Raid dazukommen würde. Das war ja in der Diskussion schon mal aufgekommen. Aber wie gesagt, das sieht auf jeden Fall sehr legit aus. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es da neue Informationen gibt. Und wie gesagt, das andere Video, was ich gerade eben gemacht habe, das habe ich euch unten mal verlinkt. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht das gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.